Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Lara und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount hier aus Torghast. Und zwar um eins, was wir benutzen können und hier auch reiten können. Und auf einem von den beiden sitze ich gerade schon. Das ist hier der Korridorkriecher. Den bekommen wir aus Torghast Layer 8. Da mache ich auch nochmal ein ausführlicheres Video drum. Jetzt soll es aber um das andere gehen. Und zwar droppt es von dem Mob hinter mir, vollgefressener Schemenhund. Und der droppt den schlundgebundenen Seelenjäger. Und wie wir an den rankommen, will ich euch jetzt mal kurz erklären. Als allererstes solltet ihr wissen, dass wir verschiedene Bereiche in Torghast haben. Wir haben den normalen Bereich, dann haben wir die Verdammnisfestung und das Bestienlabyrinth. Den normalen Bereich könnt ihr so immer laufen, die Verdammnisfestung tun wir durch die Questreihe bei Venari freischalten und das Bestienlabyrinth im Endeffekt auch. Das machen wir, indem wir so ein bisschen den Ruf erhöhen. Ihr könnt in die Gebiete aber auch reinlaufen, zumindest ins Bestienlabyrinth, ohne diese Freischaltung. Wenn ihr in die Gebiete reinläuft ohne Freischaltung, bekommt ihr hier einen relativ nervigen Debuff, der euch alle 30, 45 Sekunden, ich weiß nicht, eine Minute, also in regelmäßigen Abständen relativ kurz viert und während des Viers drei Viertel eures Lebens abzieht. Also relativ eklig tatsächlich. Heißt, man muss sich das so ein bisschen überlegen, ob man unfreigeschalten quasi in das Gebiet reinläuft. So, wo kriegen wir jetzt das Mount her? Und zwar, das Mount kriegen wir, wie gesagt, von einem Mob, den vollgefressenen Schemenhund her. Dieser vollgefressene Schemenhund ist Teil eines Events. Es gibt im Bestienlabyrinth 4 Events. Die wechseln sich immer ab und die sind immer für eine halbe Woche da. Heißt, WoW-Woche, muss man immer dazu sagen, startet am Mittwoch, dann ist es die halbe Woche da, also bis Samstagabend und ab Samstagabend bis dann wieder Dienstag Nacht ist quasi dann das zweite Event, dann wieder von Mittwoch bis Samstagabend das dritte und dann halt wieder bis Dienstag das vierte. Also hat man eine zweiwöchige Rotation. Es sind 4 Events. Heißt, alle 2 Wochen habt ihr 3,5 Tage Zeit, das zu holen. Das scheint immer gleich zu sein. Also alle 2 Wochen, immer von Mittwoch bis Samstagabend habt ihr Zeit, hier das Event zu holen. Wenn ihr das Bestienlabyrinth freigeschalten habt, heißt zum Beispiel mit eurem Main das freigeschalten habt, dann seht ihr auf der Map auch schon so ein kleines Symbol, so wie jetzt hier, Zorn des Kerkermeisters wird angezeigt und dann steht hier Schemenhund-Event dran oder halt eins von den anderen. Ich kann es euch mal hier zeigen, bei der Jagdtruppe haben wir die 4 Events, Schemenhund-Event ist das Richtige, dann sind wir hier bei dem Kollegen, wo ich jetzt hier gerade stehe, auf den Koordinaten 53, 79 und könnt dementsprechend hier das Event machen. Das Event besteht darin, also es würde mir hier auch angezeigt, wenn ich es nicht schon abgeschlossen hätte, einmal 6 Typen umzuboxen, die hier außen rum sind, das sind Elite-Mobs. Wenn ihr das gemacht habt, dann wird der Typ hier quasi angreifbar, schupft diese Mobs hier zurück, fängt an hier in die Höhle zu laufen und dann kann man ihn runterklopfen. Der hat 569.000 Leben, halt, warte mal, der läuft nicht hier lang, der läuft, glaube ich, da lang. Ich habe ihn schon alleine gemacht, aber wenn ihr vielleicht nicht so guten Twink habt, wartet ein bisschen, aber eigentlich, weil das Event halt auch gut Stiegier und Ruf bringt, sind hier immer irgendwelche Leute, die es umhauen, wenn man es nicht, wie ich gerade hier, mitten in der Nacht dort ist. Der Hund läuft halt hier hin, haut ihn auf 50%, dann wird er nicht, dann quasi kann man nicht mehr angreifen, der Hund springt runter, muss die Kette drücken, man wird, wenn man die Kette drückt, nach unten quasi geworfen und dann kann man unten den Hund finishen, kann ihn umboxen und kann hoffen, dass man das Mount gedroppt bekommt. Wenn ihr das hier freigeschalten habt, das Bestienlabyrinth, ist das alles kein Stress. Ihr könnt das aber auch machen mitten im Char, der das nicht freigeschalten hat. Ich habe meine Twinks hier, bin hier einmal durchgelaufen mit diesem 4-Buff. Man sollte ja am besten schauen, dass man nicht gegen irgendwas kämpft. Sobald man in Kampf kommt, ist eigentlich blöd. Am besten einfach nur durchlaufen, sich immer nach dem 4 wieder hochheilen. Also eine Klasse, die sich heilen kann, wäre gut. Und dann dementsprechend warten vorne vor der Höhle, bis andere die Mobs umklopfen und den Hund runterklopfen und erst am Ende mit draufhauen, weil mit dem 4-Buff könnt ihr den nicht spielen. Wie gesagt, ihr werdet gefeiert alle 30 Sekunden, alle Minute, ich weiß jetzt nicht genau, und verliert 75% von eurem Leben. Wenn ihr dann im Kampf seid, von irgendwas Aggro habt, dann werdet ihr in der Zeit, wo ihr gefeiert seid, umgehauen. Ne? Das macht keinen Sinn. Ich habe versucht, hier mitzuhelfen, einfach hier in die Ecke kann man sich stellen, weil der 4 fährt euch auch ein bisschen rum, der hält ein paar Sekunden. Wenn ihr da was addet, ist halt immer blöd. Und ihr werdet dann wieder hier draußen oder hier hinten geretzt, also ihr müsst wieder komplett reinlaufen. Also wenn ihr das mit Chars farmen wollt, die nicht den Ruf bei Venari hochgehauen habt, und ich vermute mal, das habt ihr so wie ich nur mit Main gemacht,
dann solltet ihr gucken, dass ihr ja nicht in Kampf kommt und einfach hier erwartet, bis andere den runterhauen und ihr quasi mitleecht. Es hilft leider nichts. Ich habe das Ganze gemacht, habe den jetzt einige Male umgehauen und habe tatsächlich mit einem von diesen Twinks, der da nichts freigeschalten hat, das Mount gekriegt. Wenn ihr das nicht freigeschalten habt, wird euch das Event auch nicht auf der Map angezeigt und ihr seht auch nicht den Fortschritt an der Seite in der Questbar, die ihr mit eurem Main, der das vielleicht freigeschalten hat, sehen würdet. Ihr könnt aber trotzdem das Mount kriegen. Also der Char, der hat bei Venari, glaube ich, der ist besorgt. Das ist, glaube ich, die zweite Rufstufe. Der hat so gut wie nichts gemacht und hat das Mount gekriegt. Das Mount hat eine Dropchance von 1-2%. Wir lernen es jetzt einmal. Schlundgebundener Seelenjäger schimpft sich das Ganze. Und dann schauen wir es uns jetzt auch mal an. Wo haben wir es denn? Schlundgebundener Seelenjäger, da haben wir es. Da ist es einmal. Und dazu können wir uns dann im Vergleich noch den Korridorkriecher anschauen. Im Endeffekt ist das hier eine bisschen hellere Version. Der Korridorkriecher scheint ein bisschen dunkler zu sein, oder? Wenn wir es jetzt mal im direkten Vergleich gucken. Ja, der ist ein Ticken dunkler, aber ist natürlich das gleiche Model. Wie gesagt, den Korridorkriecher kriegt ihr in Torghast Stufe 8 und das andere hier bei dem Rare ist es gar nicht, sondern vollgefressen Seelenhund. Vollgefressener Schemenhund, so rum, nicht Seelenhund. Wichtig, ihr könnt das dann halt auch mit einem Char nur einmal alle 2 Wochen habt ihr eine Loot-Chance drauf. Ne? Ihr könnt den theoretisch so oft umhauen, wie ihr wollt, in den 3,5 Tagen, die ihr Zeit habt, aber nur einmal die Loot-Chance, deswegen mit Twinks macht es Sinn. Es ist aber sehr ätzend, mit Twinks hierher zu kommen. Ne? Also solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr euch die Tortur antun wollt. Es geht aber definitiv. So, jetzt gucken wir nochmal kurz im Kalender für die Leute, die sich fragen, okay, wann ist das jetzt genau? Vielleicht habt ihr auch mit keinem Char das Bestien Labyrinth freigeschalten und seht halt auch nicht, welches Event ist auf der Map. Dafür, im Endeffekt kann ich euch jetzt zeigen, wann ich ihn geholt habe. Hier vom 10. Februar bis zum 13. Februar ist das Event. Dann quasi Event Nummer 2, also wo das nicht da ist, wo irgendein anderes ist, ist quasi dann hier Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Dann startet Event 3, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Event 3, Event 4, wieder Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und hier am 24. kann dann wieder das Schattenhund-Event sein, bis dementsprechend zum Samstag. Und dann wieder 2 Wochen weiter, dann am 10.3. und so weiter. Also dann immer 2 Wochen weiter. Im Endeffekt könnt ihr euch den 10. Februar nehmen und alle 2 Wochen kann quasi wieder für 3 Tage das Event sein. Gut, 2% Dropchance haben wir, also ein bisschen, um die 2% zumindest, ein bisschen werdet ihr wahrscheinlich brauchen. Ich habe jetzt auch einige Kills tatsächlich gebraucht und ja, mehr kann ich euch jetzt hier tatsächlich nicht mit an die Hand geben. Ich kann euch nochmal die Chords sagen, falls ihr das dann nicht auf der Map seht. 53, 79 hier im Bestienlabyrinth sind wir dann von den Koordinaten her. Okay, damit wäre soweit alles gesagt. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit weiterhelfen. Sollten noch Fragen aufgetaucht sein, haut die gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns im nächsten Mount Guide wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.